Oder du hast Pech und beide verneinen einfach irgendwas. Finde ich ja auch komisch. Witzig, aber. Ich will jetzt Lia suchen. Lea suchen. Weil die irgendwo herumrennt. Die alte Schabracke. Aber mein Vater ist auch sehr locker in sehr vielen Sachen. Der erlaubt mir so vieles. Apropos, habe ich schon von meinem Praktikum erzählt, dass ich innerhalb von einem Tag abgebrochen habe? Das hat am Montag angefangen. Boah, ey, war scheiße. Also, es macht immer so Spaß, so Geschichten zu erzählen. Vor allem, wenn sich Leute dafür interessieren. Was ihr natürlich nicht tut, aber ich erzähle sie trotzdem gleich. Wenn ich sehe, dass Leute das wissen wollen. So habe ich keinen Bock, einfach so dazu zu sagen. Oh, guck mal, wer da ist. Oh, ich bin am Gucken, Tür aus, danke, Manni. Ja, stimme. Mein Vater konnte darüber reden, aber meine Mutter halt nicht. Ja. Da ist sie! Endlich! Ich hab ein paar wilde Früchte in heute Morgen gefunden. Geil, ne? Weißt du was? Ich geb dir das hier. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke! Oh, jetzt richtig geil fressen, Alter. Meine Brust hier, ne? Guck mal, die wird größer, wenn ich die fresse, ne? Das ganze Fett, das geht in die Titten, naja, mit Spannen. Was ist denn im Praktikum passiert? So, Mizuki hat gefragt, das will ich auch sagen. Sorry, ich hab keinen mehr übrig, der hat sofort weggefressen. Achso, nee, von den Früchten. Tut mir leid. Die will auch fressen. Guck dich mal um. Ich bin mir sicher, du wirst was finden. Ja, danke. Guckt ihr uns das auch an, wenn wir vorbeilaufen? Oh, weiß nicht mehr. Was ist mit Praktikum passiert? Stimski, was ist los? Auf jeden Fall. Er mag Blaubeeren. Gardening, also Gärtnern ist ein Hobby von mir, aber ich bin, so aufgeregt auf das warme Wetter. Ja. Wir gehen mal zu Minö. Also. Mizu war auch so blöd gefragt. So, ich bin ja jetzt schon. Hab schon meinen Abschluss und so, ne? Muss ich halt eben bald eine Ausbildung suchen. Ich hab zwar jetzt noch sicher bei der Berufsschule ein Jahr als in einem Kurs. Da kann ich mal meinen CMB-Abschluss, also meinen Realabschluss machen. Aber ich habe mir so gedacht, weil ich wollte eigentlich meine Mutter so unterstützen mit Streaming und Dingen ins Geld. Ja, ist es. War, ich rede mal kurz mit ihm. Ich habe ein Heron. Was ist ein Heron? Das ist Studios Quiet Life. Ein Heron. Was ist ein Heron nochmal? Ich habe vergessen. Ich will nur Ulrich bin. Okay. Wie komme ich auf die 5? Auf jeden Fall hatte ich so gedacht, so, ja, du streamst jetzt mal, damit deine Eltern Train ist passend, oh, da gehst gerne hin, mal gucken. Gerade wird doch nichts mit Mine wahrscheinlich. Dann bist du nicht jedenfalls ab jetzt nicht mehr. Wolfi, hör auf. Zwar habe ich dann gedacht, so, jetzt unterstützt du dann, also verdienst du Geld. Mein Meerschweinchen David hasst dieses Wetter. Heißes Wetter, hier ist so fuzzy. Hier, er ist so fusselig. Oder was auch immer. Lol. Nope in Abby. Love Abby, hi. Hop in. Ach, hop in. Was ich sagen wollte? Also eben, oh, Kühe. So. Oh, Stein. Cool, der Tentakel. Heron Reiher. Ach, ein Reiher, cool. Ja, ich wusste doch irgendwas in Heron, nicht so irgendein Vogel oder so. Ich hab mich da. Sonst ist hier nichts mehr gedroppt worden, ne? Nö. Da machen wir hier ein bisschen Stadtreinigung. So. Namentlich. Habe ich so gedacht, so gut, dann, wenn du eine Ausbildung machst, dann hilfst du deiner Mutter halt eben so auch noch ein bisschen mit Geld nachschieben, wegen Miete, bla bla bla, weil meine Mutter gerade krank ist. Und ja, dachte ich einfach so schnell, machst du Mechatroniker, hatte ich dann, ich hatte schon vor ein paar Jahren,
oder vor ein, zwei Jahren habe ich schon ein Praktikum gemacht und vor einem halben Jahr noch einmal, also ich habe bei zwei verschiedenen Werkstätten Praktikum gemacht als Mechatroniker, weil ich wollte, also eigentlich was mechatrieren und stundenlang ist der Zug vorbei, ja. Eigentlich mache ich das, Alter, in der Werkstatt arbeiten, ne? Aber, ich mach das gerne, ne? Mechanieren. Ich kann auch gerne ein Auto kaufen, das dann auf, dann reparieren oder so. Mach ich gerne. Aber ich mach das nicht 8 Stunden am Tag oder 9 Stunden am Tag. Wenn mir dann noch so ein Vollidiot die ganze Zeit hinter dem Rücken steht und meint, du machst das falsch, du machst ja gar nichts richtig, aber dann selber nichts macht. Da habe ich keinen Bock drauf, weil ich war kurz davor, den Leuten auf den Maul zu hauen und einfach abzuhauen, weißt du, zu sagen, nee, ich fickt euch, ich habe keinen Bock mehr. Aber hätte ich das gemacht, hätte ich von der Schule einen Anschiss bekommen und müsste dann irgendeine Scheiße machen. Dann habe ich das diesmal jetzt, ja, und dann habe ich einmal ein freiwilliges Praktikum gemacht, da wäre ich auch schon fast abgehauen. Aber ich wollte es machen, weil ich dadurch vielleicht einen Ausbildungsplatz bekommen hätte. Und dann nicht die ganze Zeit vom Lehrer auf den Sack bekommen hätte in der Schule, du musst Ausbildung. So. Und da ich jetzt aber einen Platz bei der Berufsschule bekommen habe, ich habe eh nicht den Ausbildungsplatz bekommen in der Schule, war wahrscheinlich irgendein Arsch, der gesagt hat, der macht gar nichts. Ich kann dazu auch mal kurz was erzählen. So, das war so, wir haben vom Getriebeteil, so, es ist, das könnt ihr verstehen. So, wir haben Getriebe abgebaut, so, denn die Getriebe hat einen Deckel aus Metall. Mit dieser Deckel haben wir abgeschraubt und zwischen Deckel und dem Getriebeteil ist so eine Gummidichtung gewesen, ne? So ungefähr wie beim Nutella-Glas. Ich auch, ja, als wenn du ein Nutella-Glas hättest, kennst du Nutella, ne? Und du machst es dann auf. Und dann hast du dieses Metall-Zeug da, ne? Diese Verpackung. Wenn du die abziehst, hast du manchmal am Rand noch so ein bisschen was von diesem Metall übrig, weißt du? Wenn du es falsch abgezogen hast. Aber wenn du reingestochen hast in die Mitte und dann von innen nach außen abgezogen hast. So. Und so war es ungefähr in der Dichtung. Die Dichtung haben wir abgezogen. Natürlich hat die Dichtung Löcher gehabt, wo halt eben die Sachen durchkommen, die da eben durchkommen müssen. Die Dichtung haben wir abgemacht und dann stand am Rand, waren da so Gummifetzen dran. Und die sollte ich mit einer Stahlbürste abreißen. Also abbürsten. Und dann geht er mir böse und sagt, zeig mir kurz, wie man das macht oder wie ich das ungefähr machen soll. Und dann haben wir gesagt, so ungefähr so blank soll das aussehen. Soll dann blank geschliffen sein. Dann habe ich gesagt, ja okay, mache ich. War ja kein Problem mit, hatte ich auch Spaß dran gehabt. So mache ich das. Schrubb da herum und auf einmal so, ja, und in dem Moment, wo ich, wie nennt ihr das? Wie soll ich das sagen? Du, guck mal hier zum Beispiel, ich gieße gerade die ganze Zeit hier ran, ne, so bla bla bla, aber dann drehe ich mich kurz um, neu anzusetzen, von hier anzugehen, ne, also ich habe die Bürste kurz, ich habe kurz aufgestoppt, um die Bürste dann in einer, anderes zu halten, damit ich an, in eine andere Richtung besser bürsten kann oder etwas besser an einer Stelle rankommen. In dem Moment guckt er zu mir hin und sagt dann so, wie kannst du das, du bist ja voll langsam. Und das ist dann das Beste, wenn die Leute zu dir ankommen, die Bürste nehmen oder und dann so machen, wie du gemacht hättest, wie die meinen, dass du gemacht hast. Dann macht er so mega langsam, so, du machst ja nur so langsam, meckert herum in der Ende und ich denke mir nur so, Alter, halt die Fresse, ne? So, ja, du musst doch voll schnell machen. Ich so, ja, 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 ja. Die hast du nur ja gesagt. Denk mir so im Gehirn so, halt die Fresse, Alter, halt die Fresse. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf. Ernsthaft, ich werde einfach abgehauen. Wäre es ein freiwilliges, also es war ein freiwilliges Praktikum, aber wäre da kein Ausbildungsplatz drauf gewesen, hätte ich schon abgehauen, weil ich hätte gewusst, Alter, da mache ich keine Ausbildung, weil, nee. Andere mögen auch meinen, ja, du musst damit aber klarkommen und aufhören, aber ich habe da sehr hohe Probleme und da, wenn ich mich nicht mit den Leuten verstehe, da habe ich auch keinen Spaß mehr in der Ausbildung. So. Jetzt geht's einfach zum richtigen Thema. Oh, ihr seid so arm dran. Also, ich hab dann gedacht, so gut, mein Vater war LKW-Fahrer, ne? Dann hab ich so gedacht, oh geil, könntest du doch auch mal machen. Dann habe ich meinen Vater gefragt, wie das so ist, wenn ich das mache. Und er hat mir so gesagt, früher, wo er seine Ausbildung gemacht hatte, hatte der so, wie nennt sich das? Er hat dann, Oh, wie soll ich das erklären? Er hatte nur 2 Jahre Ausbildung gehabt. Und dann hat. Alter, mir zu, du hast wirklich ganz zugehört, dass du ja. Ich hab schon gedacht, dass die Hälfte eh nicht zugehört. Auf jeden Fall für das Play geredet. So, der hat dann seine 2 Jahre Ausbildung gehabt und ist dann so 2 Wochen zur Werkstatt, 2 Wochen so im Lager, 2 Wochen im Büro. Also von jeder Seite hat er irgendwas gemacht. Also immer 2 Wochen Schule, 2 Wochen Lager, 2 Wochen Schule, 2 Wochen Büro, 2 Wochen Schule, ne, oder 1 Woche Schule, je nachdem. Und dann mal eine Woche ganz nur mitfahren, ne, also nur fahren, mitfahren. Also als Beifahrer, ne, nicht selber fahren. Und weil man den Schein hat, dann halt eben auch selber mitfahren.
und abwechseln und bla bla bla. Verschiedene Touren mitmachen. Also mal Fernkraft, mal Inkraft, also hier Inland, Nahverkehr. Und dann fragt man sich auch wirklich so, yo, ist doch geil. Ja, und dann habe ich mich bei verschiedenen Unternehmen, natürlich, ich hab in der Woche vor dem 1.8., am 1.8. fangen eigentlich die Ausbildung an, ne? Da habe ich angerufen und gefragt, ja, wie steht's denn so, kann ich, ne? Und ja, wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu spät, aber trotzdem, beim Berufskraftfahrer suchen immer Leute nach einem Platz, weil die haben immer, wenn die LKW übrig haben, also die können immer einen Fahrer gebrauchen, weil das immer mehr Geld bringt, weißt du, desto mehr Fahrer, desto mehr Geld. Und wenn du da einfach so einen LKW hast, der leer steht, also ruhig steht, hat man halt eben, ja, ein Stern, hat man halt eben dann, wie nennt sich das? Seine Ruhe, ne? Also, die haben immer mehr Geld. Und wenn du einen LKW leer stehen hast, alleine, dann hast du halt eben ein bisschen Verlust, weil du halt im LKW da stehen hast, das ist angemeldet und wenn niemand den fährt und niemand damit fährt, ist er einfach nur umsonst da. Und ja. Da habe ich angerufen, viele sagen immer das Übliche, ja, schicken Sie mal eine Verbewerbung vorbei, vielleicht melden wir uns dann. Das ist dann immer so, ja, wird in die Tonne gekloppt, ich kenne das schon. Ja, und dann habe ich da ein Unternehmer dann gesagt, ja, komm mal vorbei, morgen Vorstellungsgespräch. Das ist so, geil. Ich bin um, wie heißt es, ich bin irgendwie um 6 Uhr abends aufgestanden und er wurde um 11 Uhr morgens, wollte er mit mir ein Vorstellungsgespräch haben. Deswegen bin ich die Nacht über wach geblieben einfach und bin dahin gegangen. Oh ne, ich hatte an den Abend sogar Kopfschmerzen und bin früher pennen gegangen, das war dann noch gut. Dann sagten die, ja, mach mal ein Praktikum. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Und ich dachte so, okay, machst du diese Woche wäre das Praktikum gewesen? Oder war das Praktikum? Machst du Praktikum und dann hast du deine Ruhe. Auf dem Weg dahin ist bei meinem Mofa der Reifen platt gegangen. Dann hat mich einer der Fahrer hat mich dann hat das Mofa auf den Pickup gehauen und ist dann mit mir da nach Woche, also zu meinem Wohnort gefahren. Netterweise war ich sehr nett von denen. War auch sehr geschillt drauf, ja, kein Problem, kann passieren. Und ja, weil das da der Betrieb sehr außerhalb wo ist, mitten auf dem Land ist das, also die fahren, ja, mitten auf dem Land fahren die, ist der Betrieb, der Hof. Auf jeden Fall hat er mich dann nach Hause gefahren, ich hab dann gefragt, ja, fängst du das nächste Woche bei uns an oder was, weil er dachte, ich wäre ein Auszubildender. Ne, ich mache ein Praktikum erstmal. Also ja, wenn du schon wir nehmen 90% aller Praktikanten an, wenn, dann müsstest du nur richtig Scheiße bauen. Ja. Oh, was ist das da oben? Ah, die Kohlenviecher! Mimi, sehr süß! Ja, auf jeden Fall. Habe ich dann. Alter. Okay, Goldbarren. Auf jeden Fall habe ich dann gefurzt und dann stank es richtig. Nein, das müssen wir machen, weil bei der Forschungsbericht so richtig reinfurzen. Nee, also, dann habe ich. Da hat er gesagt, ja, werden alle angenommen. Dann dachte ich mir so, oh, geil! Dann kannst du das machen. Und dann musste ich die erste Woche, hat er gesagt, ich muss bei der Werkstatt dann herumarbeiten, ne? Ich dachte, okay, die erste Woche nur in der er hat gesagt, du bist dann nur in der Werkstatt, ne? Beim Vorstellungsgespräch hat er gesagt, du bist die erste Woche nur in der Werkstatt, weil du erstmal mit allen da fertig kommen musst. Ich dachte erstmal, ja, okay, dann bist du halt eben nur in der Werkstatt und machst halt eben nichts anderes. Ja, und dann bin ich da am ersten Tag hingegangen. Aber also diesen Montag bin ich da hingegangen, hab dann so gedacht, so, geil, bestimmt geil. Und so, ja, ja, erstmal so, ich wollte Mechatroniker werden, hatte aber ein Problem mit Mechatronik, dass man zu lange arbeitet, also wirklich zu, also 9 bis 10 Stunden habe ich wirklich, weil du gehst dann nach Hause, hast vielleicht eine Stunde frei, dann gehst sofort pennen, weil du einfach so erschöpft bist, da habe ich keine Lust drauf. Ja, und weil man zu lange stehen muss. Beim Mechatroniker kann man vielleicht nur in den Pausen sitzen, weil dir sonst die Beine wegschrotest, weil ich habe Probleme mit dem Fußgelenk und kann daher halt eben nicht so lange stehen. Oder es tut halt eben das halt weh. Vor allem mit Sicherheitsschuhen ist es einfach mega unbequem. Und dann habe ich gedacht, einfach so, ja, geil. Warum bin ich ich hätte die Dinger essen können. Ich dachte, es wäre so spät, egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so, gut. Hier, der Betrieb war sehr locker. Es gab keinen, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Bis da, ne? Bis dahin, also bis jetzt so. Alle nett drauf. Das war so locker. Die anderen kaum was gemacht eigentlich. Wir haben kaum was gemacht, um ehrlich zu sein.
Vergleich zu einer normalen Werkstatt haben wir in der Werkstatt kaum was gemacht. Nur hat eben, man musste so lange stehen, auch wieder. Wir haben vielleicht viel längere Pause gemacht und viel länger Dings gemacht. Aber, es war wieder einer dieser Jobs, wo man denkt so, oh, bitte nicht, ich habe keinen Bock. Weißt du, du standst da, hast auf die Uhr geguckt und hast gedacht, boah, ich will nach Hause. Boah, ich will nach Hause, weißt du? War nicht wohl ein Job, wo du gedacht hast, ach egal, dann geh halt eben später nach Hause, ne? Ich würde halt eben gern einen Job haben, wo man halt eben auch dann später nach Hause, mal später zu Hause sein kann, ne? Und nicht, wo man dann sagt, boah, nee, kein Bock da drauf und kein Bock da drauf und boah, jetzt muss ich wirklich so lange und weißt du. Deswegen mache ich mir da ein wenig, ne? Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Ich meine nur, wenn ich so einen Job schon eine Ausbildung machen möchte, dann möchte ich halt eben. Ich möchte eigentlich Fachinformatik machen, ne? So programmieren und so. Und da habe ich mir gesagt, so, ja, wenn du dann was machst, dann machst du das eben nach der Ausbildung als Mechatron, als Kfz, Berufskraftfahrer. Weil ich dachte so, ja, geil, dann fährst du halt eben und, hast deine Ruhe, ne? Aber muss auch eben Spaß machen, genau das. Ich hatte halt eben das Problem, dass ich dachte, ich hätte da meine Ruhe, sozusagen. Also ich habe dann an Montag mitbekommen, dass ich bin ja 17, ne? Und als LKW-Fahrer darfst du den Führerschein erst machen, wenn du 18 bist und schon den Autoführerschein hast und entweder ein halbes Jahr, nachdem du ihn hast, oder wenn du 25.000 Kilometer Fahrstunden schon gefahren bist. Das heißt, ich müsste den, wenn ich die Ausbildung hätte, würde ich damit nächsten Monat anfangen. Dann bräuchte ich erstmal, glaube ich, 2-3 Monate, bis ich erstmal Theorie, oder bis ich erstmal den so ungefähr habe. Dann muss ich die Prüfung machen, die wahrscheinlich auch noch irgendwie, also ich würde 2 bis 3 Monate vielleicht insgesamt, höchstens, brauchen dafür. Dann kann ich ein halbes Jahr warten. Also ich werde wahrscheinlich nicht 25.000 Kilometer fahren, dann müsste ich einmal die Hälfte der Welt umfahren oder was auch immer. Einmal die Hälfte der Welt umfahren. Okay. Muss ich einmal durch die ganze Gegend fahren. Und wenn ich, oder ich muss ein halbes Jahr warten, dann wäre ich schon fast ein Jahr weg. Nee, ich darf ja erst mit 18 machen, also. Ja, müsste ich erstmal warten, bis ich so. Wenn ich erstmal ein halbes Jahr, müsste ich warten, bis ich, 18 bin. Dann dauert das, bis ich den Führerschein habe für LKW, auch noch ein halbes Jahr, weil man noch verschiedene. Ich bin aber weg, Bruder sagt, ja, Fahrer! Bis dann, viel Spaß noch. Schau mal, schönes. Viel Spaß auch in der Nacht, ja. gut. Auf jeden Fall, dann denkt man sich so, ja, dann muss ich noch. Also, ich müsste insgesamt über ein Jahr, bis ich überhaupt ein LKW fahren darf, ne? Und während dieses ganzen Jahres müsste ich dann in der Werkstatt sitzen. In der ganzen Werkstatt. Auch, zwar mit immer zwei Wochen Schritten, ne? Schule, Werkstatt. Aber ich habe extra nicht eine Ausbildung als Elektroniker gemacht, um nicht in der Werkstatt arbeiten zu müssen, muss aber dann als Berufskraftfahrer in der Werkstatt arbeiten. Nur weil man in diesem Betrieb, oder weil man im Betrieb dann ab und zu, wenn man möchte, selbst sein LKW reparieren möchte, kann. Oder wenn man in einigen Betrieben oder einigen Firmen selber den LKW reparieren kann oder selber Sachen machen kann an der Ferie. Und dann denke ich mir nur so, nee, ich hatte wirklich gestern am Morgen, ne, und das war so schlimm. Ich bin dann nach Hause gekommen, endlich mal, nach einer langen Zeit. Vor allem der Dienstplan war auch scheiße. Ich habe den Dienstplan bekommen. Und ich war ja mit 3 anderen Auszubildenden da. Und, die waren schon Auszubildende. Und dann war der Dienstplan so, ich, Werkstatt. Und die anderen, Silos waschen, Werkstatt, dahin. Also zwischen so verschiedenen Sachen. Und ich habe mir so, ja, gut. Gut, dass ich im Praktikum alle Facetten des Dienst, der Arbeit sehe. Und, ja. Ja, und dann bin ich halt eben nach Hause gekommen. Vor allem, ich brauche ungefähr über eine halbe Stunde. Tschüss, Lakota. Lukas, richtig. Ja, genau, Lukas. Und alle anderen, wie zum Beispiel Mitsu. Ich muss weg, weil ich morgen Schule habe und meine Mom deswegen Stress macht. Okay, Wolfsdocke. Wir sehen uns dann im nächsten Stream. Gute Nacht. Auf jeden Fall, ne? Mitsu, wenn du noch zuhörst. Ich brauche ungefähr eine halbe bis ganze Stunde, um von hier dahin zu kommen. Oder ich sag mal so, ich muss um 7 Uhr morgens da sein. Und hört auf um 17 Uhr. Also 10 Stunden arbeitest du.
hast vielleicht 9 Stunden Arbeit, also richtig Arbeit, eine Stunde Pause zusammen. Die Pause ist natürlich immer extra ein bisschen länger, weil die so geschillt da sind, die haben da kein Problem mit. Und ja, es ist einfach nur das Problem, dass du, ja, ich hörst du gut, danke, einfach nur das Problem gewesen, dass du halt eben, ich möchte nicht so lange, 8 Stunden gehen, ja, 8, 7, 6, wie auch immer. Das ist kein Problem, aber ich will nicht 10 Stunden lang, weil das Problem war, ich musste dann eben um 5:30 Uhr morgens ausstehen. Ja, kann ich fast schon Bäcker werden. Muss ich noch eine Stunde früher oder so aufstehen. Und, ja, 5:30 Uhr morgens muss ich ausstehen, damit ich um 6 Uhr oder 5:50 losfahren kann, damit ich da um 6:50 ungefähr bin, mich umziehen kann. Vor allem, ich hasse diese Overwatch, ich mag die gar nicht. Nicht Overwatch, diese Latzhosen, die kann ich gar nicht abhaben. Die will ich auch gar nicht anziehen, um ehrlich zu sein. Die so, boah, kacke einfach nur. Ja, und, dann gibt's halt eben noch, ne? Kennst du ja? Kennst du? Ne, was laber ich hier? Ich fälle mal den Baum hier. Oh, vielleicht sollte ich doch irgendwas was essen. Okay, vielleicht soll ich einfach pennen gehen. Auf jeden Fall habe ich dann, ja, und dann musst. Über 8 Stunden ist ja auch normaler Arbeitstag. Aber 8 Stunden ist auch normaler Arbeitstag. Ich müsste 12 Stunden machen und das hat aber echt gereicht. Nein, ich weiß, 8 Stunden sind normal. Aber ich sag ja, ich würde gern 8 Stunden nur. Ja, 9 ist wieder. Ist mir ehrlich gesagt, ich möchte einfach nur um 3 Uhr wieder hier sein, zu Hause. Ich möchte nicht um 7 oder 8, 6 Uhr hier sein und dann so verpennen gehen. Weil. Oh, es regnet. Goll. Das heißt, wenn ich jetzt. Liebe Mia, morgen werden wir alle, uns am Strand treffen für den analen Pelikan Luau Lau. Das Highlight auf dem Event wird das, wird der kommunale Potluck sein. Warte mal, was ist, bring etwas Gutes, mit zum Rhein tun. Der Gouverneur selbst wird sich in einem Event, treffen lassen. So, sei sicher, dass du etwas ganz, dass du deine beste Sachen bringst. Komm am, Beach morgen zwischen 9 und 2 Uhr, okay. So, was ich sagen wollte. Das Problem ist aber nur gewesen, ich bin ganze 10 Stunden gewesen, es war mir einfach so viel. Nicht wegen Erschöpfung oder, ne? Man weiß einfach so, oh Mann, warum 10 Stunden? Ich will nicht. Und ich habe auch keinen Bock auf 10 Stunden Arbeit. Und wie gesagt, da habe ich noch 2 Stunden extra, also eigentlich 12 Stunden bin ich weg. Ich bin eigentlich 12 Stunden weg. Ich bin um 5 Uhr, 4, 5, ich bin, ja, 12 Stunden bin ich weg wegen Arbeit. Und dann war ich da vorgestern. Oh, die ist schon groß geworden. Oh, die ist schon eingelegt. Oh mein Gott. Ein Large Egg sogar. Und dann bin ich nach Hause gegangen. War ich noch um 6, halb 6, fast 6 Uhr hier zu Hause. Und das Einzige, was ich wollte sofort pennen gehen. Aber dann wäre ich einfach wieder zu früh wach geworden. Und zwar 3 Uhr nachts oder so. Und du denkst dann einfach nur so, oh Mann. Und dann habe ich mich noch so aufgerappelt, bis 10 Uhr nachts wach zu bleiben. Habe ich dann ins Bett gelegt, wollte doch aus dem Handy schrauben, einmal weg, einfach weg und wurde wie so ein Zeitsprung, ne? 6 Uhr wach. 6 Uhr macht meine Mutter, ey, werd wach. Erst hat der Handy weg, hat nicht funktioniert. Und ja, ich wurde einfach wach. Okay, das Handy war aus, weil ich es halt eben in der Hand hatte noch, wo ich gerade am Schreiben war. Und da denke ich mir so, nee, nein, das kannst du nicht machen. Nein. Wenn jeder Tag so ist, nein. So kann ich, das kann ich nicht einfach in meinem Leben haben, weißt du? Es hört sich ein bisschen, zu verwöhnt vor oder so, aber ich kann das einfach nicht, weil das ist einfach, ich meine, es gibt Leute, die können im Camp meinen Cousin, ne, also, der ist 30 oder so, der kann irgendwie, der macht extra Überstunden, der arbeitet sonntags, alles, ne, verdient dafür auch mega viel Geld, muss ich sagen, der hat riesen Anwesen und so, aber ich glaube, er macht es auch aus anderen Gründen, nicht nur wegen Arbeiten weg und so, sondern aus, ja, egal, auf jeden Fall, Ich kann das einfach nicht. 10 Stunden am Tag, eigentlich fast 11 bis 12 Stunden weg sein. Dann, wenn du zu Hause bist, gerade noch essen können. Vielleicht noch eine halbe Stunde irgendwas machen. Und dann bist du weg, wenn du dich ins Bett legst. Sofort weg. Also tot eigentlich, ne? Weg. Das kann. Ja, ist doch egal. Ich will aber so. Auf jeden Fall. Nee, ist bei mir einfach nur so der Danke. Du hast, das ist nicht dein Traumjob, weißt du? Kann ich nachfühlen, man sollte eben auch seine Grenzen kennen. Ich finde es in Ordnung, wenn du weißt, was du willst und auch dich nicht fertig machen lässt. Ja. Denn das Hauptproblem war einfach nur, dass ich hier keine Zeit. So, Mayonnaise-Maschine hau ich mal hier.
Da. So. Nee, es ist einfach dann wohl nie gewesen. Ich habe dann gedacht, ich wurde um 6 Uhr wach und habe wirklich fast geheult. Ich habe mir gedacht, Alter, du musst ins. Ich musste um 6 Uhr wohl schon wach. Das heißt, ich konnte noch nicht mal frühstücken. Meine Mutter hat am Tag davor so netterweise für mich Sachen gekauft, die ich mitnehmen kann, damit ich was zu essen. Also hier Kakao in der Flasche und Mettenden und Mettwurst und sogar Brot und so. Das fand ich sehr nett von dir. Die wird den Stream nie sehen und das ich auch wahrscheinlich nie hören, aber ich. Alter, meine Mutter ist eine der nettesten Mütter, die ich jemals. Also ich kenne sehr viele Leute, die haben viel schlimmere oder viel strengere Eltern, sag ich jetzt mal so. Auf jeden Fall, warum eigentlich wieder das gemacht? Egal. Das ausprobieren. Wie soll ich das jetzt erklären? Erklären. Ja. Auf jeden Fall, habe ich dann Judenamt der Gentopia, Hallöchen. Wir gehen mal in die Mine heute. Gleich hier andersrum. Ich habe mir dann so gedacht, nee, ich habe wirklich geheult am gestern Morgen, weil ich hatte einfach gar keine Lust. Ich habe mir gesagt, Alter, wenn ich das jetzt ein ganzes Jahr lang machen muss, das kriege ich nicht auf die Reihe. Da breche ich irgendwann ab, weil meine Mutter sagt, du brichst die Ausbildung nicht ab. Und ich habe mir auch selbst gesagt, wenn ich nur Ausbildung starte, breche ich die auch nicht ab. Und ich habe mir einfach so, nein, das kannst du nicht machen, weil es ist einfach so, oh Mann, nein. Das war einfach so ein Moment, wo man rausgefunden hat, dass man sowas nicht, oder kommt ein Zug, den nehme ich mit. Das war so ein Moment, wo man einfach dachte, nee, nein, nö, mach ich nicht. Will ich nicht. Ich will nicht mehr, ich hasse meine Ausbildung. Alter. Okay, ich sterbe hier gleich. Oh, da ist ein Stein rausgeflogen. Yay. Auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, nee, kannst du nicht machen. Ich habe meine Mutter, habe ich gesagt, ich möchte sowas, ich habe keinen Bock. Und meine Mutter hat auch gewusst, dass dieser Job und diese Ausbildung nicht für mich gewollt wäre. Hat auch voll recht gehabt, denn, Alter, nee. Ich habe da wirklich schwarz gesehen, weil ich hatte einfach gar keine Lust auf überhaupt irgendwas. Also, diese Art gehabt. Das Fahren, ne? Ich wollte die Ausbildung machen, weil ich dann was fahren kann. Da bist du sehr geschillt, du sitzt den ganzen Tag auf einem LKW und gehst höchstens raus, wenn du gerade die Ladung entsichern musst. Aber selber entladen musst du ja nicht als LKW-Fahrer, deswegen probieren wir was aus. Wir gehen mal hier rein. Wo wir unser Leben jetzt regenerieren können, ob im Bad. Nee, aber das war einfach so, boah, warum? Nein, bitte nicht. Regeneriert unser... Ja, unser Leben regeneriert... Alter, es regeneriert ganz schön schnell. Ich habe mir da gar keinen... Ich habe keinen Spaß da gehabt. Der Betrieb war mega, mega lecker, genau. Mega nett. Aber man hat wirklich keinen... Nee. Deswegen habe ich dann auch morgen um die... gestern um 7 Uhr morgens angerufen und gesagt, nee, ich breche das Praktikum ab. Ich muss mir aber lieber am Ende mit Schrecken als in Schrecken ohne Ende. Genau. Denn ich habe dann morgens um 7 Uhr angerufen und habe gesagt, guten Tag, ich bin der Leon, der Lukas. Wolfi weiß nicht, dass ich Leon heiße, obwohl ich es ja, glaube ich, schon 5-mal gesagt habe, aber egal. ich heiße natürlich Lukas, ihr kennt mich alle als Lukas, ne? Ich guck mal kurz was nach. Wir haben ein Schwert mit 4 bis 8 Damage, plus 2 Speed. Oh, das kann ich nochmal... Ah, weiß ich angemal. Ne, und ich angerufen, ja, ich bin der Bla. Ich habe ein Praktikum bei ihnen zurzeit, aber ich möchte es gerne abbrechen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hat. Vor allem der Betrieb hat da gar kein Lager. Oder irgendwie ein richtiges Büro oder ein Test mitarbeiten kann. Das war dann mehr so meh. Hätten die gesagt, ne? Ja, in der Ausbildung gehst du auch mal 2 Wochen ins Lager und bist die ganze Zeit in der Werkstatt. Denn ich habe keinen Bock auf Werkstattarbeit. Dann wäre es was ganz anderes. Oh, ein Bullhead.
dann wäre es was ganz anderes gewesen, aber ja, Pech gehabt. Mein Vater habe ich es auch geschrieben, mein Vater hat bis jetzt noch nicht geantwortet darauf, auf WhatsApp. Aber ich glaube, er wird es genauso sehen wie ich, aber er hatte früher, hat mir auch gesagt, er kann sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe ein Praktikum abgebrochen, weil er abgebrochen seine Ausbildung früher. Als, Maurer. Oder er hat die durchgehabt, aber er hat im letzten, ich weiß nicht, wann er abgebrochen hat, aber egal. Vor allem, ich hätte sowieso wenig verdient in der Ausbildung. Ich hätte nur 600 netto bekommen. Nicht netto. Brutto. Und hätte dann vielleicht gerade mal 300 bis 400 rausbekommen, netto. Bei meinem Stand. Und, ja. Da bekomme ich mehr, wenn ich einen 450-Euro-Job mache, weißt du.